So, hier haben wir noch einen Windhund. Der hat jetzt ein etwas längeres Haar, aber wir haben die Eigentümerin hier, die Besitzerin. Wenn du ihn mal kurz beschreibst, was ist das für ein Hund? Das ist ein russischer Barsoi. Ja. Kommt aus Russland. Bei der Zare ist der Ursprung. Ja, er ist Und groß, oder? er ist, ja. Also, wobei er in der Norm ist, er hat 79 Schulterhöhe. Ja. Ist passend für Ja. ihn. Ihr habt auch mehrere Hunde? Ich habe mehrere Hunde. Wir haben drei Barsois und Saluki. Und Saluki. Und die können gut miteinander? Die können sehr gut miteinander. Sind zwar charaktermäßig komplett unterschiedlich, aber sie sind miteinander groß geworden, passt. Und die Lebensdauer von den Hunden? Bei der Barsois ist leider so um die 13 Jahre. Also 13 Jahre ist schon ein sehr alter Hund. Ich habe mein ältester Rüde, der ist jetzt 11,5. Und der erste Hund, den ich hatte, war 12,5 Jahre alt. Pflege, ist das sehr schwer? Es ist leicht reinigendes Fell. Also Bürste ist schon ein Muss, gerade hinter der Ohren, weil so ein feines Fell ist. Das gibt gern mal Knoten. Aber ansonsten, der Schmutz bleibt nicht lang drin, er trockelt ab und fällt dann aus dem Fell raus. Zecken? Zecken kommt drauf an, aus dem Gebiet. Weil er viel hell hat, viel weiß, Ja. zieht das schon an. Ist das schwer zu finden, die Zecken bei Ihnen? Ja. Das Bei dem Fell ist es ist ja schwierig. unglaublich. Also ich habe ja auch die Windspiele, da sieht man sie quasi schon aus weiter Entfernung. Ja, genau, nee, ist beim Barsoi nicht so einfach. Aber das macht nichts, wenn er auf der Couch liegt und schmust, findet man alle. Wenn jetzt jemand da Interesse hat an einem Barsoi, was ist denn da so die Empfehlung bei Ihnen? Also wenn man sich etwas näher mit der Rasse beschäftigen möchte, soll man da mal in einen Verein mal gehen, sich mit den Leuten unterhalten? Auf jeden Fall. Ja. Also hier gerade ein Landstuhl, wir haben hier eine Züchterin, von der ich alle meine Basos habe. Ja. Ist eine sehr gute Zucht, die passt auch auf Charakter, muss man schon drauf achten, weil es ist ein großer. Warte, ich zeig das mal gerade, dass er euch mal. Der ist größer als du, oder? Ja. Ist der süß? Guck dir das mal an. So, jetzt muss ich leider aufhören, Alles klar, weil Dankeschön. Unser Lauf. Ihr seid dran. So, da komme ich ja nochmal mit. Zeig das mal. Auch er muss laufen. Bin ich mal gespannt, wie er abgeht. Das Motorrad hat schon wieder die Leine ausgelegt. Maulkorb an. Fertig. Boah, der ist ja schnell, oder? Ja, er hatte guten Antritt. Okay, wie schnell läuft er? So 45, 50 Stundenkilometer. Und das hält er wie lange durch? 480 Meter sind sie dann schon dabei. Es sind halt Sprinter auf diese lange Strecke. Teilen sie sich die Geschwindigkeit ein und schaue auch ein bisschen, weil es halt um Kurve geht. Dass Ja. Da mache ich nicht die Komplettgeschwindigkeit, nur auf der Gerade am Start. Ansonsten taxiert er, wie er halt so Hase kriegt. Ist jetzt die Frage, ob der Hund jetzt weiß, dass das ein Spiel ist oder denkt er, das wäre ein echter Hase? Das ist für ihn ein Spiel. Okay. Bei echten Hase machen sie das anders. Wie denn? Dann gehen sie direkt drauf. Dann taxiert er nicht so, weil wenn man echt der Hase vor dem Maul hat und nicht schnell ist, ja, ist er weg. Ist er weg. So. Er wollte ihn nicht fangen. Jetzt gibt es nochmal die Beratung. Nee, die Belohnung. Da ist er. Das ist wahrscheinlich ziemlich wichtig, oder? Dass er dann zum Schluss noch einmal rein darf. Er braucht schon ein Erfolgserlebnis, sonst macht es beim zweiten Mal keinen Spaß mehr. Na, jetzt bist du müde.